Jo, was geht ab? Ich bin's Favorite hier im Interview bei Backspin TV. Wir machen jetzt ein bisschen Action. Natürlich von mir auch ein wunderherziges Hallo an einem Samstagmorgen. Es ist ganz schön früh. Wir sind in Hamburg. Auf jeden Fall morgens, ja. Für mich früh morgens. Und wir sind hier am Samstag in Hamburg und in den Räumen von Mixed Reward Deluxe. Denn ihr macht hier gleich noch ein Interview mit denen. Cars ist auch hier irgendwo in der Nähe. Und ihr macht auch noch eine große Action. Wir machen eine große Action, ja. Wir machen ja, wir gehen ja auf Tour, Faith versus Cars, wir gehen gegeneinander auf Tour. Ja, aber wir reden jetzt über Mixery Raw Deluxe. Genau, und deswegen machen wir auch jetzt bei Mixery dann auch noch so ein Faith gegen Cars oder Cars gegen Faith Ding. Und ich weiß auch nicht genau, was abgehen wird so, das halten die auch geheim. Ich schätze mal so Schlag den Raab mäßig, nur ich glaube, dass der Falk uns jetzt diesmal wirklich auch richtig knechten wird. Ich gehe davon aus, ich weiß nicht warum. Aber ja, das würde ich ja wissen, was Sache ist. Ich weiß nicht, was Sache ist, die halten irgendwas geheim und das glaube ich nicht ohne Grund so. Man merkt, du bist auch ein bisschen aufgeregt. Das kannst du, glaube ich, auch sein, was ich erfahren habe, was da kommt. Das werdet ihr alles bei Mixery Raw Deluxe sehen, was hier passiert ist. Wir haben die Chance genutzt, natürlich auch die Interviews mit den Jungs zu machen. Und da bist du natürlich unser erster Gast, der hier bei uns sitzt. Lass uns zum Thema kommen. Du bist, was ich gesehen habe, bereits seit 2004 bei Selfmade Records. Das ist schon ganz schön lange Zeit, was den Vertrag angeht, oder? Ja, schon lange auf jeden Fall. Ja. Ich habe zwischendurch mal verlängert auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann bist du ja fast schon alt. Der Knebelvertrag, den ich damals unterschrieben habe, der geht 20 Jahre Spaß. Nein, also ja. Und du bist ja schon ein alter Hase eigentlich, oder? Ja, geht. Ich fühle mich auf jeden Fall nicht so. Ja. Ich habe ja auch nicht wirklich so viel Release oder so. Also ich finde, meine Karriere fängt jetzt eigentlich erst an. Alles andere war so vorbei. Ich war noch jung so. Ich habe es auch nicht so ernst genommen. Habe halt ein bisschen was gemacht. Da war alles Zufall. Ja, es ist mir so zugeflogen. Und ich fange jetzt gerade erst an, wirklich die Dinge in die Hand zu nehmen. Weil jetzt fühle ich mich einfach bereit dazu. Ja. Ja. Ist das der Grund, warum du jetzt ein Album mit deinem persönlichen Namen machst? Es ist gerade so eine wie soll man sagen, es gibt häufiger Dinge, die gerade mit persönlichen Namen betitelt werden. Es gibt so ein paar andere deutsche Rapper, die das gerade machen. Du bist wahrscheinlich der bekannteste von denen, die das machen. Aber es ist immer so eine persönliche Note da drin. Ist das der komplette Seelenstriptease, den man da jetzt erwartet? Es ist ja nicht das, was man sich von Faith wahrscheinlich als Fan so direkt vorstellen kann. Ich habe ja auf jeder Platte mindestens in einem Track schon einen Seelenstrip gemacht. Also das kennt man von mir. Ich habe überlegt, soll ich ein deeperes Album machen oder nicht? War lange so die Rede von und so. Die Fans dachten schon, was macht er jetzt? Dann kommt der Albumtitel, Christoph Alex, kommt raus, erstmal ins Netz. Haben wir natürlich auch absichtlich so gemacht. So. Dann dachten sie alle, oh Gott, jetzt wird das deeper Album. Dann kommt das Cover. Faith hat das Schild in der Hand. 25 Jahre Gefangener von Christoph Alex. Dann war auch klar, okay, irgendwas stimmt da wieder nicht. Der will schon wieder irgendwie in die Irre führen. So, weißt du? So ist es auch. Ist kein deepes Album. Und hier und da mal ein paar deepe Tracks drauf. Intro ist sehr deep. So, ansonsten ist es eigentlich derselbe Massaker wie immer, kann man sagen. Ne? Favorite bleibt halt Favorite. Aber bei der Cover-Idee ist mir aufgefallen, es ist ja, es gibt eine Vorlage für das Foto, ne? Genau, es gibt eine Vorlage für das Foto. Das Album, oder ich habe da aber nicht wirklich was mit zu tun, so. Ja. Ne? Geht da um die RAF so, aber darüber brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Ja, ich meine, muss man schon, wenn du das Bild so machst, dann ist es natürlich... Ich habe nachgemacht so, weil der Faith, der Gefangene ist von mir, ich bin der Diktator, Christoph Alex, ich stehe dahinter. Natürlich war ich früher, ich bin auch immer noch Faith, ist ja klar, aber ich bin halt ein bisschen älter geworden und Faith ist einfach doch immer noch der Gefangene, der muss halt die Scheiße machen, die ich ihm diktiere. Ja, ich stehe dahinter und er wird einfach von mir gefangen genommen, sitzt da mit dem Schild in der Hand, guckt ein bisschen blöd und ich finde das einfach lustig so. Also es hat nichts mit Politik zu tun an sich so, ja? Also gar nichts. Es ist einfach auch Provokation so, ja. Ganz klar, aber ich finde es einfach nur lustig. Das war's, das ist ein Gag. Okay, dann können wir die Nummer auch gleich da rausnehmen. Das heißt auch, dass es ist zwar schon betitelt mit deinem Namen und es ist wieder ein bisschen Seelenstriptease, sagst du selber. Ja, schon, es war ja immer so ein Teil, natürlich, ja. Aber es kommt jetzt nicht ein total neuer Favorite dabei raus, den bisher die Leute so noch nicht gesehen haben, wie es dann immer so schön heißt. Ja, ich bin älter geworden, das merkt man auf dem Album schon. Ich bin reifer geworden, kompletter, finde ich auch. Woran merkt man das? Ja, das muss man einfach das Album hören, also kann man jetzt schlecht... Ja, du wirst auch selber vielleicht irgendwie einen Track finden, an dem du sagst, an dem habe ich jetzt irgendwie was anderes gemacht also oder so. Das ganze Album an sich, da merkt man halt, das hat eine andere Note, schon eine reifere Note, aber es ist immer noch derselbe Quatsch, nur in einem anderen Licht so scheint das alles. Das macht die Sache noch interessanter, finde ich. Ja. Aber man muss einfach mal hören, so kann man jetzt schlecht, über Musik kann man jetzt viel quatschen, so, man muss das Album einfach dann hören, dann weiß man auch direkt Bescheid, dann weiß man, was ich meine. Interessant ist natürlich, dass du direkt im Vorfeld von dem ganzen, diesen Diss mal wieder an deinen Labelchef gesetzt hast. Das musst du sein.
Muss mal gesagt werden, oder? Ja, also ich habe ja immer schon oft einfach, das war, habe ich von Eminem und Dr. Dre übernommen, ist ja klar. Dann brauche ich auch gar nichts. Ne, da habe ich auf jeden Fall voll gebeitet, ist aber lustig. Und haben wir ja immer schon gemacht, die Spielchen. Und dann halt dachte ich mir, okay, jetzt ich komme jetzt wieder. Und dann ist so ein Track auf jeden Fall eine lustige Sache. Die Leute haben das auch schon ganz schön ernst genommen zwischendurch, ne? Ja, viele Leute nehmen auch einfach alles ernst so. Sind halt, es gibt einfach ernste Menschen und Menschen, die nehmen das nicht so ernst, so alles so, und dann kommt auf an, wie die sind, so fassen die das auch dann auf. Und du nimmst alles nicht so ernst wahrscheinlich, ne? Und auch so eine Sachen sollten die Leute dann nicht ernst nehmen. Schon Sachen ernst, aber halt die Sache sollten sie auf jeden Fall nicht ernst nehmen. Ist einfach witzig. Ja, ist einfach lustig. Wir machen ein bisschen Spaß. Jetzt hast du schon 7 Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Was kannst du denn jetzt mal, vielleicht nochmal ein ernstes Wort über deinen Labelchef zu sagen, über diesen Mann sagen und über das, was er da mit Selfmade Records gemacht hat? Ja, er hat auf jeden Fall da was aus dem Boden gestampft, aus dem Nichts kann man sagen. Er hat mir eine Perspektive geboten. Ich weiß nicht, wie es alles gelaufen wäre, wenn er nicht gekommen wäre. Ich meine, ich habe es auch darauf ankommen lassen. Ich habe ja das Demo-Tape damals gemacht. Alles auf die Karte gesetzt, deswegen hat er mich ja auch gefunden. Aber erstmal muss man trotzdem, du kannst das geilste Tape der Welt haben. Wenn keiner da ist, sich dazu bereit erklärt, dich zu finden oder das mit dir jetzt anzustellen, dann bringt es alles nichts. So, ne? Ist ja klar, gibt auch bestimmt viele gute Rapper, so, die einfach keine Plattform finden. So. Und die habe ich gefunden durch ihn so. Von daher sollte man sich dann doch auch mal bedanken bei seinem Labelchef. Ne? Und nicht immer nur Diss-Tracks schreiben. Genau, ja. Also offizielles Dankeschön. Ja, genau, das war ein Danke. Lass mir so stehen. Du hast es eben schon angedeutet, dass du sagst, dein Leben wäre vielleicht auch anders verlaufen. Also ich bin nicht der Typ, der gerne spekuliert oder so. Ja, ja. Ich meine, so ist es gelaufen, so wollte ich es auch. Und genau so ist es halt gelaufen. Von daher, ne? Ich meine, ich will auch gar nicht lamentieren über hätte, wenn und aber. Bist du denn glücklich da, wo du jetzt stehst und wie deine Karriere bisher verlaufen ist? Und bist du glücklich mit deinem Leben? Ja, auf jeden Fall. Gibt es irgendwas, was du ändern wollen würdest? Oder irgendwas, was du vielleicht in der Vergangenheit hättest, in der nahen Vergangenheit? Kindheit und Jugend ist immer noch ein anderes Thema. Ich hätte das Album etwas schneller fertig machen können, auf jeden Fall. Aber es waren an Sachen, die gingen halt nicht so. Und ich finde, jetzt ist auch meine Zeit. Ich finde, es läuft alles schon wieder relativ gut so. Es läuft auf was hinaus, so, es macht irgendwie dann doch hinterher Sinn, obwohl es eine kurze Zeit lang irgendwie ziemlich sinnlos aussah, habe ich jetzt wieder, okay, da kommen wir jetzt und jetzt können wir das so und so machen, so, also das ist alles, eigentlich läuft alles in Ordnung. Also. Warst du in einer künstlerischen Krise, Phase oder so? Auf jeden Fall würde ich sagen, ja. Ja. So diese Kunst zu machen, die ist so die ist Luxus so für meinen Kopf, wenn ich dem Kopf so frei bin, das überhaupt zu machen, so, und diesen Luxus hat man dann ab und zu mal nicht. Also da darf nicht verloren gehen so. Ja, und jetzt weiß ich auch, wie ich das hüten kann. Ja. Das muss ich auch, die Erfahrung muss ich auch erstmal machen. Und von daher ist jetzt alles in Ordnung. Ne? Wie lange hast du an dem ganzen Projekt gearbeitet? Wie lange hat das gedauert? Wann hast du angesetzt? Ewig. Wann hast du Pausen gemacht zwischendurch? Ja, stimmt. Also ich habe eigentlich die ganze Zeit Mucke gemacht schon, auf jeden Fall. Dann auch mal andere Musik zwischendurch. Das war vielleicht auch ein Fehler so. Obwohl ich das relativ gut fand. Das kam aber nie raus. Mhm. So, wir haben dafür irgendwie nicht so, wir haben das nicht so richtig gebacken bekommen irgendwie. Was war das? Ja, das kommt bald auch noch raus. Jetzt haben wir es nämlich alles, also da war irgendwie der Wurm drin, so kann man sagen. Generell in dem ganzen Favorite-Ding. Hast du dein eigenes Eurodance-Album quasi gemacht, ja, wie der Kollege hier? Ist kein Eurodance, aber ist schon... was ganz anderes. Ja, genau. Ja. Aber ist wieder verarscht. So wie man mich kennt, ist ich verarscht irgendwas. Ja. Und, aber das hat wahrscheinlich auch Zeit gekostet im Prozess zu diesem Album, oder? Genau, ja. Und auf einmal habe ich auf ganz andere Sachen Wert gelegt. Beim Musik machen, und das hat mich irgendwie auch aus diesem Favorite-Ding rausgehauen. Da musst du dann erstmal wieder reinfinden, so, weißt du? Das war auf jeden Fall schlecht. Wann hast du denn konkret angefangen? Wann sind die ersten Sachen entstanden? Wir haben jetzt 2011. Ja, das letzte gab. Vor anderthalb Jahren. Also mit dem Album jetzt vor anderthalb Jahren. Ich habe anderthalb Jahre dafür gebraucht, tatsächlich. Ja. Die letzten paar Tracks, also die wirklich, das hinterher wirklich gut geworden, das Album, ist es dann relativ zügig innerhalb von 3 Monaten oder so. Dann war es auf einmal wieder, dann war ich halt drin. Da ging es ruckzuck und dann, jetzt geht's, ja klar, geht wieder zack, 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 die Tracks, alle, bam, fertig. Du hast es eben zwischendurch schon mal angedeutet und kommt immer wieder durch. Und es ist auch diese Eminem-Liebe in deiner Sache, in fast allem, was du machst. Ist das auch schon sowas, dass du, also es gibt Leute, die versuchen das zu verstecken, wo sie ihre Wurzeln haben, was ihre Vorlage quasi ist. Du trägst das aber immer breit raus. Ist das für dich kein Problem? Ich finde, die Musik, die ich mache, ich habe eine Berechtigung dafür. Ja. Auf jeden Fall jetzt unabhängig davon, ob ich jetzt Eminem gehört habe oder nicht, so, weißt du, die Musik, die ich mache, es macht dann doch Sinn, obwohl es oft sinnlos ist, was ich rappe. Und von daher bin ich nicht jetzt ein Eminem-Nachmacher, würde ich sagen.
weil ich darf die Musik einfach machen. Ich nenne dafür immer wieder Gründe, so in meiner Musik auch, und dann die Leute verstehen das, ah, okay, und es ist zwar, geht zwar in die Eminem-Richtung, weil er wahrscheinlich auch einer ist, der einfach durchgedreht ist oder so, ja, weißt du, und das ist das einzige Ding so. Aber ich setze mich jetzt nicht dahin und sage, ich will jetzt unbedingt Eminem sein. Ich war nie jemand, der irgendwo hinterhergelaufen ist oder so. Nee, aber es sind ja wahrscheinlich schon eher so mal, also jeder hat einen Einfluss auf das, was er macht. Da braucht man gar nicht drüber reden, das ist auf jeden Fall so. Einflüsse sind da und das war bestimmt auch ein großer Einfluss, aber es gibt auch viele andere Rapper, die großen Einfluss auf mich hatten. So. Zum Beispiel? Ja, zum Beispiel der Wu-Tang Clan komplett. Ja. Ja, einmal die Reihe durch, ODB, das steht da sehr hervor. Ja. Ist wieder naheliegend. Genau, weißt du, da, so könnte man das auch sehen. Und ja, da gibt es auf jeden Fall eine andere, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja. Ich habe nur Musik gehört, also war der Hip-Hop-Junkie überhaupt. Gibt es deutsche Vorbilder, die dich geprägt haben? Ja. Das war so der, da waren wir uns auch alle einig in unserer Crew, so, der ist halt der Rapper so. Und der hat mich bestimmt auch geprägt, so, weißt du? Cars wird dich wahrscheinlich nicht geprägt haben musikalisch, oder? Ja, auf keinen Fall. Cars hat mich nicht geprägt. Ist das auch ein Grund, warum ihr euch zu dem Battle entschlossen habt? Oder ist das wieder nur Gängelei der Marketingstrategen in den Labels? Also ich finde es irgendwie, wenn ich Cars Musik höre, ich kann jetzt nicht auch dauerhaft hören. Also ich bin jetzt im Moment ähnlich so in der Phase, dass ich viel Musik höre oder so von anderen. Ich höre da mal rein so. Aber dann machst du auch ganz schnell wieder auf. Das ist eine Sache, ich gehe ja so mit Hass. Ja, ich gehe ja so, jetzt nicht so, oh, ich bin da scheiße oder so, aber ich höre es einfach, ich habe einfach keinen Bock drauf. Generell. Und Cars ist einfach so jemand, der gibt halt der Liebe noch eine Chance. Ja. Finde ich ganz gut so. Er gibt der ganzen Sache, die hier läuft, noch eine Chance. Ist auch mutig. Ja. Und deswegen finde ich, hat er auf jeden Fall dafür auch Respekt verdient, so, weißt du? Aber du bist halt die andere Seite und deshalb battelt ihr euch, oder was ist der Grund? Warum dieses Battle? Warum dieses Versus? Ja, weil ich halt in meiner Musik mich aufs Böse, auf den Hass konzentriere und er sich in seiner Musik auf das Liebe so. Und dann haben wir diese Dualität einfach, ja, dieses Gut gegen Böse, das ist ja ganz einfach, benutzt ja jeder gute Christ. Ja. Und du bist ein guter Christ. Nein, ich bin kein guter Christ. Ich bin ohne Religion immer noch. Es geht Richtung Buddha, würde ich sagen, aber da lege ich mich auch nicht fest. So. Oder Favorismus oder so. Ja, nee, also meine eigene Religion werde ich nicht gründen. Ja, wahrscheinlich doch für mich, aber ich werde es jetzt nicht groß, weißt du, das muss jeder für sich machen mit Gott, finde ich, das ist so ein Ding. Macht man auch keine Späße drüber wahrscheinlich. Ja, leider nicht. Also ich mache schon gerne Späße, aber da kann halt dann, ne? Gibt gleich Ärger. Ja, nicht gleich, aber könnte auf jeden Fall, wenn dann richtig. Nee, aber lass uns nochmal zu diesem Casting kommen. Du willst da nicht so ganz raus mit, aber es gibt doch schon einen Grund, warum man das gemeinsam macht. Und ihr werdet auch noch auf Tour gehen. Ist das dann auch so ein bisschen Sport? Kommt da dann von außen jemand und sagt, komm, wir haben da eine gute Idee, wir setzen euch nebeneinander. Weil du bist für mich nicht der Typ, den man irgendwie, also man kann zwar schon dir vielleicht irgendwie sagen, geh in die Richtung, aber wenn es um sowas geht und eine gemeinsame Tour, dann musst du doch auch Bock darauf haben. Ich habe Bock darauf, auf jeden Fall. Ja. Ich habe ganz klar Bock darauf, als ich aber mit Cars auf Tour, ja, ist was anderes. So, ich bin ja auch jemand, Faith kann machen, was er will. Weißt du, so ist scheißegal, mit wem ich auf Tour gehe. Ich könnte auch, sag mal was, wen kann ich auf Tour gehen? Egal wen, ich kann mit dir mal auf Tour gehen. Und unser Management, also mein Booker, der kennt die Booker vom Cars auch. Ja. Deswegen hatten wir schon ein paar Auftritte so, lief immer alles glatt so, war alles angenehm. Und wir dachten einfach, diese Competition draus zu machen, diese Dualität, einfach gut gegen Böses. Einfach na, gegeneinander auf Tour gehen überhaupt, die Idee, so habe ich noch nie gehört, also machen wir's. Wie wird das dann aussehen? Werdet ihr das Lager vor der Bühne klar in zwei Hälften teilen? Ja, oder? Wir haben erstmal zwei Wohnwagen, ja, ein Laufmobil, ein Hate-Mobil. Wie sehen die aus? Ja, die müssen wir noch schmücken. Ja. Ja, sind auf jeden Fall große Wohnwagen so. Ja, damit sind wir unterwegs einfach, ne? Ja. Das erste ist schon mal richtig lustig auf jeden Fall. Sind wir 8 Tage oder so dann in so Wohnwagen unterwegs, ja. Und dann schon allein das, ja, dass wir so zwei Camps haben. Dann so einmal das Cars-Mobil, einmal das Faith-Mobil. Aber es wird noch andere Sachen geben. Gegeneinander, die ganze Zeit irgendwelche Battles, wir werden uns verarschen, so, uns versuchen zu ficken, natürlich nicht hart so, weißt du, ich werde jetzt nicht mit ein paar Bängern auf ihn losgehen oder so. Es ist halt ein Spiel, weißt du, aber wir werden versuchen einfach Spaß zu haben, weißt du. Ab wann geht's auf Tour? 6.5., wenn die beiden, also der Cars bringt dein Album ja auch am selben Tag raus, wie ich es rausbringe, also haben wir sowieso, erstmal war es so dieses Verkaufszahlen-Battle. Und wer da besser ist, muss dem anderen, oder wer schlechter ist, muss dem anderen dann ausgeben? Quatschen. Genau, nein, Quatsch. Ja, ich werde gewinnen, von daher kann ich das Gerücht riskieren. Ja, aber ob das jetzt so gut ist, ob das so gut ist, bleibt dann noch die Frage, oder? Ja, ich kann machen, wie gesagt, Faith kann machen, was er will, ne? Cars ist ja eh als schwul abgestempelt, von daher, nein, Quatsch, Spaß.
Ja, jetzt bin ich raus, Alter. Ist auch nicht so wichtig. Warte kurz. Ich bin aber auch schon ziemlich gut. Ich bin schon ziemlich gut. Ja, genau. Ne, du bist richtig gut, oder? Nein, Quatsch, keine Ahnung. Ja? Nein, ich möchte am Schluss nochmal. Ja, gib mal. Wir machen jetzt erstmal weiter. Jo. Zum Schluss möchte ich gerne nochmal. Ja, möchtest du noch? Hast du noch was auf dem Herzen, was ich vielleicht noch nicht gefragt habe, was du schon immer mal in Interviews gefragt sein wolltest? Wir meine Lieblingsfarbe? Nein, Quatsch, ich weiß nichts. Also, keine Ahnung. Wir kommen gleich noch mit den Fragen unserer Facebook-User für dich. Ach so, ja, cool. Die ja, kriegst du noch? Da häng ich eh immer rum. Ich bin voller Facebook-Opfer geworden. Ja? Ja, also, ich finde halt, wenn ich da reingehe, dann labern die mich voll und dann laber ich dann schon eine Stunde vorbei. Oh, Faith hat keine Freunde. Ja. Dann gehst du also direkt rein und du antwortest den Fans auch selber. Genau, ja. Da wurde mein Account jetzt gehackt vor kurzem. Ich kam nicht weder in mein E-Mail noch auf einmal in meinen Account rein. So. Jetzt habe ich mir neu gemacht und habe nur 600 Freunde oder so. Oh, da müssen wir nachlegen. Wie ist dein Name da? Christoph Faith Alex. Also Eden, auch die Hater, ich fetze mich da gerne mit euch. Im Internet kann ich ja große Fresse haben, ist kein Problem. Ja. Dafür ist das Internet ja da. Genau. Nee, bei Facebook-Fragen kriegst du gleich noch. Ja, cool. Ich möchte jetzt zum Schluss noch einmal den Werbeblock wieder aufmachen. Nochmal ein paar Hardfakten. Wer hat produziert? Welche Features sind dabei und gibt es noch Aktionen drumherum? Also, produziert Großteil, mit dem ich auch in meinem Studio bin, unser Hausproduzent Rispo. So, der wurde ja auch letztes Jahr Produzent des Jahres, ne? in der Juice, habe ich gesehen. Habe ich mich gefreut. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Naja, Glückwunsch. Auf jeden Fall Glückwunsch. Machen wir dieses Jahr nochmal, wenn nicht, bist du raus. Ja. So. Features, also ich habe noch andere Produzenten, zum Beispiel Visier, der hat auch für Kollega schon gemacht. Okay. Dann Abbas hat was gemacht, Chris Dallas. Und dann habe ich noch ein paar andere. Ich weiß es nicht genau, ist echt eine lange Liste geworden. Es ist immer ein Problem mit den Namen, wenn man sie dann am Ende nicht nennt und sind die immer sauer, oder? Liste, genau, das sowieso. Ich hätte eigentlich eine Liste mit dem, so, mit dem Produzentennamen, habe ich jetzt vergessen. Scheiße. Wenn sie sauer sind, Christoph, Faith Alex war das, ne? Bei genau. Facebook. Auf jeden Fall dann meinen Account wieder hacken, wäre super. Wenn ich gerade die 5000 voll habe, wieder bei Null anfangen. Aber Features, da sind ein paar Namen dabei, die ganz interessant sind. Kollege, sehr interessant, habe ich ja noch nie gemacht. Wie kam es dazu? Mein Spaß. Weiter geht's. Da sind noch ein paar andere Namen. Hengst ist dabei, Orgi ist dabei. Die 257, das sind dabei. Ist da noch jemand dabei? Ein Sänger, Shahin. Jason ist auch wieder dabei. Hey, auf der Limited Edition aber nur. Reunion, oder? Ja, wir haben mal einen Track zusammen gemacht, der übrigens sehr geil geworden ist. Ja, auf jeden Fall. Die zu guten alten Zeiten? Ja, klar, ich feiere die alten Zeiten immer. Ich bin halt dann einer so, weißt du, bist du einmal mein Homie gewesen. Jetzt haben wir natürlich viel zu tun so, wir sehen uns seltener, aber es ist halt immer so cool so, weißt du. Dann komme ich mal wieder und sage, ey, lass doch mal was machen, war doch früher cool so, weißt du. Und dann läuft's wieder so, weißt du. Du hast aber auch noch eine Frau auf dem Album. Ich habe eine Frau auf dem Album, ja. Und zwar ist das die Caroline Kebekus, mit der habe ich ja auch ein Video gemacht. Wir haben uns ja im Studio ein bisschen gefetzt. Die war echt sauer auf dich, ne? Ja, klar. Ist auch verständlich. Alle Frauen dieser Welt, wenn die mich kennenlernen, sind die sauer auf mich. Aber Spaß. Wie kam die Zusammenarbeit? Das ist ja ein neuer Name auf dem Markt gerade, der da so ein bisschen sich breit macht. Ja, ich habe gehört, die Caroline Kebekus, die will ein Rap-Album machen. Und da habe ich gesagt, alles klar. Dann zeig doch mal, was du da machst. Und dann machen wir natürlich keinen Track zusammen. Wir machen es dann auch wieder gegeneinander, weißt du? So ist halt so. Dann dissen wir uns ein bisschen so. Die Caro ist ja auch lustig drauf so. Ne? Macht ja Comedy. Und ich fand das auch sehr lustig, was sie macht, einfach weil die cool drauf ist, so, weißt du, dann dachte ich, alles klar, Alter, wenn da jetzt schon eine Chance besteht, dann nutze ich die auch, so, weißt du, ganz klar. Wenn da mal eine coole Frau ist, die rappt, so, was man ja auf jeden Fall, was ja selten der Fall ist, dann möchte ich auch mal dann mit der rappen. Aber mit einer Frau im Studio ist auch viel angenehmer als immer diese ganzen Männer, die mit 10 Bängern da reinkommen und das ganze Studio voll schwitzen auf. Stinkt das auch immer so, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ist cool. Hat sie wenigstens ein schönes Parfum benutzt? Ja, klar. Ja, hat sie. Das ist aber egal. Aber jetzt Mundgeruch, Spaß. Es gibt aber auch noch eine Aktion. Ne? Es gibt auch noch eine Aktion. Die haben wir hier, genau. Ja. Können wir mal Kamera draufhalten oder? Machen wir gleich. Die Bilder kommen dazu. Erzähl uns, was Sache ist. Ja, eine Aktion. Und zwar, wenn man mein Album im Laden kauft, Saturn, Mediamarkt, ist halt in allen Läden, sollte das erhältlich sein. Wird auf jeden Fall auch so sein. Dafür sorgen wir ja. Und gibt es ein Gewinnspiel. Jeder, der die CD kauft, der hat dann Code drin, der kann da mitmachen, der kann sich da anmelden mit Foto und bei dem Gewinnspiel teilnehmen. Und mit Foto? Ja, mit Foto auch, ja. Und genau, und von dem Beleg, dass er die gekauft hat halt, ja. Und so. Ne? Und dann nimmt er an einem Gewinnspiel teil. Erster Preis ist ein Feature mit Faith. Ja. Warum wir das machen, auch wenn wir nicht rappen können, wir machen das schon irgendwie so. Ist ja kein Problem, wir haben ja Zeit, wir sind ja cool so.
Und der zweite Preis, verbringe einen Abend mit Faith. Da lassen wir uns auch was Schönes einfallen. Das kann man 10 Mal gewinnen sogar. Muss ich 10 Abende opfern. Ist ja egal, mach mal cool, auch mit Kamera und so. Da ist es ganz sinnvoll, dass die Fotos immer dabei sind, ne? Richtig. Und genau. Und das ist beim dritten Preis, den es noch gibt, wahrscheinlich genauso wichtig mit dem Foto, oder? Ja, der dritte Preis ist die Wohnung putzen. Ja. Einmal kann jemand vorbeikommen, auch mache ich schön die Kamera und dann schmeiße ich schön Essen auf den Boden und benehme mich daneben in meiner Wohnung. Und dann kann ich schön geputzt. Was du ja sonst nie tust wahrscheinlich, ne? Nee, sonst bin ich, also ich bin echt total, nee. Ja, ich benehme mich auf jeden Fall daneben, aber sonst räumt meine Freundin ja auf und die schicke ich dann für die Zeit dann mal kurz irgendwo anders hin. Für die 12 Stunden putzen. Auf jeden Fall ist auch da das Foto für wichtig. Bitte? Das Foto ist dafür auch wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ich habe da, also sie soll schon sehr polnisch aussehen, die Putzfrau, die dann kommt. Na gut. 6.5. kommt das Ganze. Genau. Wo ich. CDs sind das, ne? Also eine CD, 16 Tracks, ja, das ist das Album halt. Ja. Und dann noch eine Bonus-CD dazu, sind dann noch ein paar Tracks drauf. Ja. Unter anderem das mit der Frau Caroline Kebekus. Und ich kaufe mir eine CD, damit ich einen Gutscheincode kriege und bei dir putzen darf. Ja, korrekt. Aber ich versuch's. Eigentlich kannst du das auch so machen. Darf ich? Ja. Okay. So. Vielleicht, ich denke drüber nach. Ich sage erstmal Dankeschön. Danke dir auch, ne? Backspin TV, wir sind draußen. Album kaufen. Oh, 6.5. Christoph Alex. Faith is back. Yeah, Safe Made Records. Gangster, Gangster. So ist es. Tschüss.